Mission Control Reitlinger, can you hear me? Wir haben es nachgebracht. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer für die Menschheit. Da ist er also, der erste Schwab auf dem Mars. Over. Oh, ein historischer Augenblick. Die erste Kontaktaufnahme zwischen Erdbewohner und außerirdischer Lebensform. Das ist die ideale Gelegenheit zur Vermittlung von unseren menschlichen Werte, Bräuche und wissenschaftlichen Errungenschaften. Marsianer, grüß Gottle. Ich bringe euch die Kehrwoche. Entschuldigung, aber Sie stehen auf einem Behindertenparkplatz. Mission Control, das Alien scheint mit mir kommunizieren zu wollen, schwätzt aber in einer mir völlig unverständlicher Sprache. Erbitte Anweisungen. Over. Ich sagte, Sie stehen auf einem Behindertenparkplatz. Da können Sie nicht stehen bleiben. Sie werden sonst aufgeschrieben. Kostet 15 Euro. Ich glaube, ich setze mal die Strategie fort, mich mit menschlichen Tugenden und German Engineering beliebt zu machen. Marsianer, ich bringe euch der gelbe Sack und Klettverschluss. Sache, auf die ihr sicher seit Jahrmillionen von Jahren gewartet habt. Und, ist das etwas? Das ist doch etwas, oder? Also, wir kennen das alles schon. Sie sind nämlich gar nicht der erste Schwabe, der mit Aliens kommuniziert. Roland Emmerich hat das auch gemacht. Das war allerdings keine so schöne Erfahrung. Oh, Marsianer, listen to me. Ich bringe euch nicht nur Sauberkeit und technischen Fortschritt. Auch eure Sprache wird sich durch meinen Besuch weiterentwickeln. Bei dem Mann da Hanna hat es auch schon funktioniert. Was nie? Echt nervt. Ist das Thema Fahrräderabsteller im Hausgang. Papa, warum redet der Onkel so komisch? Alea, geh weg von dem Mann. Okay. Was war jetzt da los? Ich verstand kein Wort. Egal, ich stell mir erst mal vor. Hirlinger ist mein Name. Anton Hirlinger. Aber meine Freunde sagen Toni zu mir. Ja, das mag ja alles sein. Aber Sie müssen bitte trotzdem Ihr Fahrzeug entfernen. Sie werden sonst ganz sicher aufgeschrieben oder noch schlimmer direkt abgeschleppt. Dann können Sie Ihre Karre aus einem ganz anderen Sonnensystem abholen. Da sind Sie Lichtjahre unterwegs, erst recht im Berufsverkehr. Ach, das wird doch alles zu nichts. Schauen Sie mal hier. Das hier ist eine unserer praktischsten Erfindungen. Ein Ü-Rei, ein Übersetzungsreifen. Um den Hals der sich zu artikulierenden Person gelegt, übersetzt er jede im Universum bekannte Sprache. Probieren Sie es aus. Sagen Sie mal was. Was ist denn jetzt das für ein Klump? Na bitte, jetzt hätten wir ja die Kehrwoche schon mal eingeführt.